guten Morgen. Was? Sag ich guten Morgen. Es ist nicht guten Morgen. Es ist schon 14.30 Uhr. Hallo, meine Lieben. Ja, heute ist... Was ist heute für ein Wochentag? Da muss man wirklich nachdenken. Freitag. Heute ist Freitag. Wir, also beziehungsweise ich habe mich jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, das Video von Ostern fertig zu schneiden. Bei uns ist es so, dass der Papa immer den Rohschnitt macht. Das heißt, er schneidet das grob durch und bearbeitet es halt so weit... bis er das kann. Er ist ja noch nicht so gut, also er ist schon gut im Schneiden, aber er empfiehlt auch noch dieses letzte i-Tüpfelchen. Und dann schaue ich mir das Video nochmal an und mache es dann fertig. Pack dann noch das Outro rein, die Endcard und das Intro, also das, was ihr am Ende und am Anfang seht. Und manchmal bessere ich irgendwelche Sachen raus, füge Musik hinzu etc. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht. Jetzt werde ich das Video, oder beziehungsweise jetzt lade ich das Video hoch. Ich zeige euch mal mein Büro. Ich habe mich jetzt nämlich währenddessen geschminkt. Holy, was ist hier passiert? Also wie man sehen kann, ja, schaut es hier ein bisschen aus bei mir im Büro, also am Bürotisch, weil dieses Regal, was hier stand, ist ja jetzt hier im Wohnzimmer. Jetzt habe ich hier Nummer 1 und das habe ich jetzt gerade irgendwie alles voll gemüllt, einfach alles hier reingeschmissen. Hier ist auch alles vollgestellt. Das habe ich mir übrigens letztens im Baumarkt gekauft. Cool, oder? Das habe ich mir gedacht, das ist für hier dann so als Deko. Naja, mal schauen. Ich muss mir auf jeden Fall etwas überlegen, wie und was ich das hier dann verstaue, weil that's not beautiful. Diese Lampen kommen übrigens auch weg, weil ich habe mir jetzt kleinere Lampen bestellt. Die sind so, diese Softboxen sind ja so 2014, 2015 mäßig. Keine Ahnung, es geht nicht darum. Sie sind wirklich gute Lampen, aber sie sind halt so sperrig und so riesig und die werde ich dann verkaufen, weil ja, die fressen halt so viel Platz weg. Ja, und so schaut es hier aus. Ich lade gerade das Video hoch. Der Beef, weißt du, wie ich du? Magst du raus? Die Kinder sind alle im Garten mit Papa. Bitteschön. Tschüss. Aber bevor ich jetzt mein Büro aufräume, das mache ich nämlich nachher, muss ich jetzt schnell das Thumbnail für dieses Video, also für diesen Vlog vom Ostern, fertig machen. Und danach gehen wir nochmal kurz einkaufen. Heute ist Freitag, wir gehen Freitags immer einkaufen. Abgesehen davon müssen wir auch zum Baumarkt. Der Papa hat sich im Garten seinen Gemüsegarten eingezäunt. Habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen, habe ich ein bisschen gezeigt. Werde ich euch später noch zeigen. Und er braucht, glaube ich, dafür noch irgendwas. Irgendwas fehlt ihm. Weil wir waren nämlich vor ein paar Tagen im Baumarkt. Wir haben da übrigens, sehe ich mich gerade hier hinten, ich habe Gips gekauft, weil ich habe so ein DIY-Beschäftigung für Kinder und so weiter. Und ich habe mir auch goldene Farbe gekauft für meine Tischbeine. Weil die sind Gold, aber die vorderen sind nicht mehr Gold. Die haben schon Farbe verloren, deswegen habe ich mir das jetzt gekauft. Egal, wir brauchen trotzdem noch irgendwas vom Baumarkt und ein paar Lebensmittel, wie immer. Deswegen werde ich das jetzt schnell fertigstellen und dann gehen wir einkaufen. Wir sind schon unterwegs, wie ihr sehen könnt. Wir haben uns Masken bestellt, also so Baumwollmasken. Ich sehe aus wie Zorro. Ah, der hat da oben gehabt, oder? Zorro. Ja, über die Augen. Habe ich es richtig drauf? Habe ich es auch nach unten? Nein, falsch. Ist nach unten, oder? Ja, eh nach unten. Wir schauen gerade, wie es gehört. Ah ja, passt. Das ist nämlich so eine Einwegmaske. Ich sterbe da. Es gibt keine Luft. Atmen wird überbewertet, meine Lieben. So, wir gehen jetzt, wir sind jetzt vor dem Obi. Was brauchen wir da? Nur was zurückgeben? Und du wolltest noch irgendwas von Obi? Nein. Ein DM bräuchte ich was. Achso, diese Hello. Ja. Ja. Schaut mal, wegen dem bin ich hergekommen. Das schaut lustig aus. Ich kann nicht atmen. Geh sicher, kann man atmen. Schwer. Die schauen wie so wie viele Kriminelle aus. Das ist eine schöne Dekolampe, Schatz, oder? 160 Euro. Das ist schön, oder? Schon cool, oder? So, was brauchen wir noch? 160 Euro, was? Was brauchen wir noch? Von hier? Brauchen wir noch was? Nein. Beim Baumarkt sind wir jetzt fertig und jetzt muss ich noch mal kurz zum DM. Und ich bin echt überrascht, wie viele Geschäfte aktuell offen haben. Also ich hätte das nicht gedacht. Der Teddy hat offen, da gibt es noch ein Kleidungsgeschäft. Das hat er auch offen. So ist das. Du kannst den Motor ausschalten, Schatzi, oder? Dann piept es nämlich nicht mehr so unnötig. Nein, nach unten haben wir gesagt, das ist falsch. Das ist falsch bei mir jetzt? Okay. Ja. Nein. Doch. So, jetzt müssen wir noch kurz zum DM und Essen müssen wir auch noch einkaufen. Ja, in Ruhe.
Du bist so doof. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier beim Lidl. Heute mal was anderes. Warum rede ich überhaupt nicht? Also, schaut noch beschissen aus. Heute gehen wir mal zum Lidl, weil wir gesagt haben, wir haben die Schnauze voll, wir wollen mal was Neues. Kennt ihr das, wenn ihr so oft immer zu dem einen bestimmten Geschäft geht, dann habt ihr da mal Bock auf was anderes? Ein bisschen Abwechslung. Es gab sowas nennt sich Gesichts-BH. Was? Ja, so damit man diesen unteren Bereich strafft. Vom auf jeden Fall, oder was? Nein, für dieses, weißt du, oh, Doppelkinn. Auf jeden Fall gehen wir jetzt schnell zum Lidl, die Kamera lasse ich aber im Auto, weil Filmen ist im Lidl sowieso nicht erlaubt oder grundsätzlich nicht in Lebensmittelgeschäften. Und diese Kamera ist sehr riesig, kann ich nicht verstecken. Gut, wir gehen jetzt rein. So, meine Lieben, wir haben es geschafft, wir sind fertig. Wir mussten beim Lidl zwei Einkaufswagen nehmen, weil da ist hier pro Person ein Einkaufswagen. Ich habe den Kindern Pyjamas gefunden, also einmal für die Luisa und einmal für die Lara. Aber ich zeige euch das Ganze nochmal in einem Food Hall. Oder Babe, wenn wir dann zu Hause sind. Hübsches Accessoire. Was sind das für Blumen? Schaut schön aus. Typisch Papa, der kann nie bei nee. Grün vorbeigehen. Beim Teddy waren wir ja auch kurz. Schaut mal, was der Papa für die Kinder gekauft hat. Cool, oder? Ja, da der Teddy offen hatte, haben wir das gleich ausgenutzt. Aber er brauchte Kerzen und das zum Spielen. Wir sind Dead Adam. Du kennst diese YouTuber, die Musik gemacht haben. Die haben auch immer so Masken getragen. Ich bin in den Planet. Ich kann den Text nicht mehr, wenn der Patrick mich hören würde. Meinen Mund nämlich kann man dann nicht sehen. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen im Lidl angekeift. Ich habe Spaß gemacht, aber der Papa hat es nicht verstanden. Und er hat gesagt, giftest du mich an? Dabei war es Spaß. Aber er hat mein Gesicht nicht gesehen. Deswegen hat er nicht verstanden, dass es Spaß ist. Aber es ist cool. Ich kann dir jetzt mal für die Zunge zeigen und du siehst nicht. Wow. Na gut, wir gehen jetzt nicht zum Hofer, sondern wir gehen jetzt zum Merkur. Juhu. Und ihr bleibt mal wieder im Auto. In unserem? Ja. Unser Einkauf im Merkur wurde jetzt kurzfristig abgesagt, weil man darf nur alleine reingehen, also nur eine Person vom Haushalt. Beim Lidl haben sie uns jetzt gezwungen, zwei Wegen zu nehmen. Wir waren jetzt beim Eurospar. Das gesehen, Logo schaut so aus. Da, so schaut Eurospar aus. Da waren wir jetzt und da waren wir jetzt erfolgreich. Da durften wir zu zweit rein. Wir sind zu Hause, haben jetzt schon einen Dutt gemacht und ich werde euch hier wieder so wie letztes Mal zeigen, was wir gekauft haben beim Lidl und beim Spar. Also fangen wir los. Wir fangen mit den Eiswaren an, weil ja, müssen wir schon einkühlen. Wir haben so ein richtig cooles Eis gefunden, ein Donut-Eis. Das ist ein Erdbeereis mit so einer Zuckerglasur, die Lara, als sie das gesehen hat, war sie so gleich so, ich will das Donut-Eis. Dann gab es dort auch so Bubblegum-Eis, schaut auch super lecker aus. Dann habe ich mir wieder Mochis gekauft. Little Moons Kokosnuss, schmeckt so lecker, wirklich mega. Dann Pepperwoods-Eis für die Kinder, die mögen das total gerne. Das ist, glaube ich, Vanille und Erdbeere. Und noch Paw Patrol für den Patrick Datteln. Viele Leute fragen mich immer, ob der Patrick sich 100% vegan ernährt. Er probiert es. Er schafft es natürlich nicht immer. Dieser Dutt geht mir auf die Nerven. Auf jeden Fall haben wir auch Milchschnitte gekauft. Beim Lidl gibt es ja so einen 10er-Pack. Da habe ich gleich so, aber nur eins mitgenommen. Dann eine Kinderpingui. Einmal Mandel. Das Lieblings-Cornflakes der Kinder. Die Kinder, also die zwei Kleinen, lieben dieses Lions. Die essen immer nur das. Die fragen immer so, gibt's das mit dem Löwen? Dann ein Snickers. Ich bin ein richtiger Snickers-Fan, deswegen habe ich das für mich gekauft. Dann hat der Papa so kleine Gürkchen gekauft. Ich habe mir auch ein Kinder-Country gekauft. Ich teile es aber auch mit. Oh, okay, das ist sehr lieb von dir. Dann hat sich der Papa so Presswurst beim Lidl gekauft. Dann habe ich mir diesen Käse mitgenommen, Whole Epi. Der ist so lecker, der ist ganz, ganz hauchdünn geschnitten. Und der ist zart, nussig im Geschmack. Zweimal Gurken, Cola, Zitronen, Lollis für die Lara gekauft. Die hängt mir in den Ohren seit Tagen, dass sie Lollis haben will. Sherry-Tomaten. Dann haben wir, das ist so ein Rucola, Babyspinat, Bulls Blood Red Chart. Beim DM war ich auch kurz, da habe ich diesen Bio-Ahornsirup gekauft. Ich liebe ja Pancakes oder Waffeln mit Sirup, also mit so Ahornsirup. Dann habe ich aber hier einmal Tortilla-Chips mitgenommen, einmal Kristallzucker. Weintrauben haben wir, einmal rote.
kernlos. Da habe ich mal wieder, da wir beim Lidl waren, habe ich diesen Joghurt mitgenommen. Das ist so ein leckerer Joghurt. Das ist so wie ein Müller-Ecke. Vanillejoghurt mit so Schokobällchen. Das ist super lecker. Da habe ich 6 Stück mitgenommen, für jeden eins. Und ich habe mir 2 dieser Gemüseleibchen mitgenommen. Die gibt es nämlich nur beim Lidl oder beim Merkur, glaube ich, gibt es die auch. Aber immer wenn ich beim Lidl bin, erinnere ich mich dran und kaufe die dann. Babybell für die Lara. Die Lara isst bei uns total gerne Babybell. Dann hat sich der Papa dieses Polenta-Maisgrieß gekauft. Und ich habe ein faschiertes gekauft, also ein gemischtes Hackfleisch. Ich möchte nämlich Bolognese machen. Ein Soft, also ein super Soft Sandwich gekauft. Das ist ein riesengroßes Sandwich. Rote Äpfel für die Kinder. Dann hat er aber auch noch so Puffulets gekauft. Dann haben wir auch Chips mitgenommen. Einmal Pringles Spring Onion, also Frühlingszwiebel. Und einmal Sweet Paprika. Dann für den Patrick veganen Joghurt. Das ist Lugurt. Aus Mango. Ich bin ein richtig großer Joja-Fan, also diese Marke gibt es bei uns nur in Österreich. Ich liebe Joja, die haben richtig gute Ersatzmilch. Mandel Natur hat er mitgenommen und Mandel Heidelbeer. Dann habe ich nochmal Lollis gekauft, und zwar hier diese Chupa Chups. Die Kinder mögen nämlich total gern dieses Strawberry and Cream. Das ist ein Schämer aus der und ein Schinken, weil ich ja diesen Toast-Schinken, diese Sandwiches machen wollte. Dann auch für den Patrick einen Agavendicksaft. Dann hat sich der Papa dieses Wasser mitgenommen. Das ist ein natürliches, basisches Mineralwasser. Das ist, also wenn es stimmt, was da steht, dann ist das quasi nicht mit Kohlensäure versetzt, sondern das ist aus einer natürlichen Mineralquelle. Dann haben wir unseren liebsten Ketchup nochmal nachgekauft, Heinz Ketchup. Seitdem wir den einmal probiert haben, sind wir verliebt und wir kaufen nur den. Dann haben wir nochmal ein bisschen Milch gekauft. Wir haben... Auch wenn wir zum Beispiel Milchprodukte essen, wie Käse und sowas. Aber Milch finden wir ein bisschen ekelhaft. Weiß auch nicht warum. Deswegen immer Ersatzmilch. Hier Mandel einmal für uns. Also wir Erwachsenen mögen die gerne. Und die Kinder essen aber mit Cornflakes total die gerne mit Alpro Haselnuss. Und dann habe ich noch den Patrick vom DM so eine vegane Haselnusscreme. Dann habe ich beim Lidl das hier entdeckt, und zwar 9 Mini-Berliner tiefgefroren. Die muss man einfach abtauen lassen, die können wir gleich draußen lassen. Okay. Und die Topfenbällchen auch, weil ich habe auch Topfenbällchen gekauft. M&M's habe ich auch gekauft, wir lieben Peanuts, also die Peanut M&M's, die haben wir schon so lange nicht mehr gekauft. Dann einen Salat, wieder Mini-Gürkchen, Snack-Salami und Bananen zweimal, weil unsere Babyaffen essen so gerne Bananen. Die sind sehr schnell weg. Ich habe für mich und die Michelle so Patschen gekauft. Die sind für mich in Größe 37 und die habe ich für die Michelle mitgenommen in Größe 36, weil wir keine Gartenschuhe haben. Einen 5 Kilo Sack Kartoffeln. Hip hop. Dankeschön, Baba. Bitteschön. Dann hat sich der Baba hier diese Kakao-Klassiker. Was? Edelbitter-Schokolade? Ja, Edelbitter-Schokolade. 61%. Ist wahrscheinlich vegan, oder? Ja. Das übliche Radieschen, dann haben wir auch 10 Semmeln gekauft und ein leckeres Ciabatta-Brot. Flüssigseife haben wir gekauft, wir haben die vom Lidl genommen mit Holunder. Dann habe ich den Kindern auch Pyjamas gekauft, habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und zwar einmal für die Lara, 4 bis 6 Jahre, und einmal für die Luisa. Und dann nochmal Weintrauben, diesmal aber diese gelben oder weißen. Und wir haben auch Uludag gekauft, und zwar das original türkische Erfrischungsgetränk. Das ist so lecker, das schmeckt wie Sprite irgendwie, aber wie Traubenzucker. Eigentlich anders, aber super gut. Und dann hier die Topfenbällchen, die waren zusammen mit den Berlinern, und dann die Windbeutel. Ich habe einen neuen Standmixer bekommen, der hat nur 23 Euro gekostet und ich fand den so cool. Da steht nämlich, dass er Eis crushen kann, und ich liebe es ja, Smoothies zu trinken. Ich habe so viele so tiefgefrorene Erdbeeren, Himbeeren, dies, das. Und es schmeckt so, so lecker. Anstatt zum Beispiel mal zu frühstücken mit so Haferflocken. Und ich habe nur so einen kleinen und der fasst 1,75 Liter. Deswegen, ich freue mich. I like that. Morgen frühstücke ich das hier. Wir sind fertig, Leute. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal das Ganze hier wegräumen. Viel Spaß beim Schneiden, Papa. Das hat 15 Minuten, nur dieser Teil. Der Papa ist hungrig. Der will jetzt nichts mehr. Da kann ich mehr. Gib mir einen Snickers. Ja, Moment.
Schaut mal, mein Mikrofon ist gekommen. Ich habe mir ein Mikrofon bestellt von der Firma Taxta. Steht auch hier. Ich habe so viele Videos darüber gesehen, dass es genauso gut ist wie das beste Mikrofon, was es aktuell von Rode gibt. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Dieses Mikrofon hat 30 Euro gekostet und das von Rode, Rode oder wie man es auch, das kostet 300 Euro. Das ist ein Unterschied. Das ist einfach. Ich war so, oh mein Gott. Und man hört fast keinen Unterschied. Naja, vielleicht wenn man ein richtiger Musiker ist oder was auch immer. Dann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal rechts raufschrauben und wir werden sehen. Heute ist auch, abgesehen von meinem Mikrofon, der Mikrofonständer gekommen und meine neuen Leuchten. Da habe ich euch ja erzählt, dass ich ja neue Leuchten bestellt habe, weil die anderen so groß und sperrig sind. Was ist das? Sind die so klein? Hä? Schaut irgendwie so winzig aus, gell? Die sind ja so klein. Mal schauen, ob die so gut sind, wie ich das hoffe. So, wir bauen jetzt auf jeden Fall hier ein Setting für ein Video. Die Mädels machen sich schon fertig. Ich habe jetzt die neuen Leuchten. Das sind die neuen Leuchten, die habe ich jetzt gerade montiert. Ich bin gerade so müde, ich könnte am liebsten schlafen. Aber jetzt müssen wir halt Video machen. Das Ding? Das Ding, Gott. Die Michelle und die Lara hängen uns, glaube ich, seit Wochen in den Ohren, dass wir dieses Video drehen. Slime. Und dann machen wir auch ein Shake-Video. Shake-Video? Komisch. Du wirst dich freuen, da gibt es ganz viele Süßigkeiten. Das müssen wir dann trinken. Ja. Wir sehen, es wird Spaß machen. Na gut, Michelle putzt hier den Tisch. Danke, Michelle. Ah, ja. Ich glaube, das... Noch nie habe ich... Das Licht ist cool, weil es hier so ohne Leuchten, also ohne Ding geht. Ich höre zu reden auf, ich bin so müde. Ich mache kurz eine Probe mit dem Licht. So, jetzt ist mal ohne Licht. Bitte nicht in die Lampen schauen, weil das wird euch blenden. Die Michelle hat gleich direkt reingeguckt. Oder? Bitte nicht in die Lampen schauen. Blind. Ich so. Snake. Was? Snake. Du bist ein Snake. Das machen andere, wenn sie lächeln und dann machen sie Snape. Lara, nicht ins Licht schauen. Warum? Warum? Ja, machen wir jetzt ein Video. Lara, ja, warte. Ja, das ist jetzt der Lichtvergleich. Man sieht einfach voll krass den Unterschied, wie gut die Softboxen Licht geben. Und diese anderen, was ich da bestellt habe, die sind wirklich furchtbar schlecht. Werde ich gleich zurückschicken. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Also, was ich damit meine. Also, das sind die Softboxen. Die kennt ihr, diese großen Leuchten aus meinem Zimmer. Aus meinem Büro, ja. Und die geben echt gutes Licht. Ja, und ich hatte halt dieses Licht hier bestellt. Und es ist leider nicht so gut. Ich meine, ich habe mich auch erschrocken, als ich gesehen habe, dass es so klein ist. Ich dachte, das ist ein bisschen größer, aber nee, war leider nicht so. Muss man dann zurückschicken, aber ist ja kein Problem, ne? Hallo meine Lieben, ich bin zum Kronen gekommen. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Aber okay. Ich bin eine Meerfrau oder ein Horn. So, meine Lieben, wir haben jetzt 2 Diamanta Kids Videos gedreht und ich bin durch. Wir sind einfach durch, Michelle ist happy. War es lustig? Ja. So geht's mir. Und ich stehe hier in meinem Büro, das ausschaut wie hingekotzt. Ich zeige euch nochmal. Ein Roundover von meinem hübschen Büro, wo alles reingeschmissen wurde, nachdem wir jetzt Videos gedreht haben. Ja. Sminky, sminky. Ja, abends zum Pakete, wenn das, dies, das. Morgen räume ich hier definitiv auf, oder Michelle? Ja. Do you wanna help me, dies aufräumen? Ja. Okay, passt. Na gut, mein Lieben, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden und wir sehen uns morgen. Oh Gott, schau das an. Was ist hier in meinem Büro passiert? Das ist hier passiert, ich kann es nicht glauben. Das ist ja Wahnsinn. Normalerweise bist du immer der Ordentliche. Naja, aber ich glaube, weil ich einfach so in letzter Zeit so viel Stress und Arbeiten und dies und das. Hey, durch, okay. Tschüss, bis morgen.